So, hallo und herzlich willkommen hier an alle alten und neuen Daytrader auf meinem Kanal Daytrading Germany. Ich bin der Joe und ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut drauf, könnt das schöne Wetter genießen. Ich bin heute am Arbeiten, hustlen, Homepage muss fertig werden. Leute, ich gebe Gas für uns alle, für die Community und deswegen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Heute wieder 12 Kryptos oder 11 in der Analyse plus heute noch Gold und Silber dabei. Community-Wunsch und dem gehe ich natürlich nach. Also keine Zeit verlieren, Leute. Kommentar da lassen, kostenloses Abo da lassen, ein Like da lassen, Glocke aktivieren auf alle Stellen, damit ihr über jede Benachrichtigung, über jedes Update informiert werdet. Und deswegen gehen wir gleich in die Analyse. Ich stelle euch Altcoins wieder vor, die in meinen Augen sehr, sehr großes Potenzial haben, die nächsten Wochen und Monate. Auch wenn Bitcoin noch etwas korrigieren sollte nach unten, haben diese Altcoins in meinen Augen trotzdem sehr großes Potenzial. Und diese Level, wo ich jetzt durchgebe, die werden nach meiner Analyse mit dem SK-System höchstwahrscheinlich halten und sehr, sehr attraktiv sein zum Traden. Also fangen wir auch gleich an mit Aave. Aave seht ihr hier. Wir hatten hier diese blaue interne Sequenz, wo wir hier gefinisht haben, haben wir überextendiert, haben jetzt hier aus diesem bearischen roten Wendebereich nach unten reagiert und haben hier aus der lilanen Box, aus dem lila Wendebereich hier, haben wir einmal exakt am 50er FIP-Level, ja, das ist die obere Kante von der Box, haben wir einmal reagiert, sind nach oben gegangen, aber auch hier ist es, sollte Bitcoin nochmal korrigieren, wovon ich jetzt ausgehe, ob jetzt der Bitcoin jetzt korrigiert oder nochmal ein BC-Korrektur-Level anläuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Box hier bei Aave bei 72,83 US-Dollar bis runter zu 65,22 US-Dollar. In meinen Augen ein sehr, sehr attraktives Level für einen Long-Trade. Kann man sich jetzt positionieren, wenn man will, ja. Wie immer, keine Anlageberatung, keine Finanzberatung, nichts. Das ist das, was ich machen würde. Ja, sehr, sehr attraktiv. Bei Aave haben wir auch hier ein Ziellevel hier oben bei 145 US-Dollar bis hoch zu 190 US-Dollar knapp. Also das wäre jetzt von jetzt an mehr als eine Verdoppelung. Auf jeden Fall. Sehr, sehr großes Potenzial. Aber das ist dann natürlich dann für die nächsten Wochen. Ja, das wird nicht heute auf morgen passieren. Aber dieses Level für mich sehr, sehr attraktiv für einen Long. So, gehen wir auch gleich weiter. ADA Cardano. Dieses Level hier habe ich euch auch schon länger durchgegeben. Für mich auch ein sehr, sehr interessanter Einstiegszeitpunkt oder ein sehr interessantes Einstiegslevel. Das liegt bei 33,1 US-Dollar Cent bis runter zu genau 30 US-Dollar Cent. Sehr, sehr attraktiver Bereich für ADA Cardano. Und auch hier bei Cardano gehe ich davon aus, sollte dieses Level hier halten, sehen wir so tiefe Levels nie wieder. Hat in meinen Augen sehr, sehr viel Potenzial. Ich halte selber sehr viel Cardano. Also relativ viel, ja. Ja. Dieses Level ist für mich attraktiv. Und ich habe es auch schon einmal in einem anderen Update-Video gesagt, Cardano muss hier jetzt bald auf die über 43 US-Dollar Cent hochgehen und dann dieses Level auch halten. Wie ihr seht, wir hatten hier diese 43 US-Dollar Cent war noch lange Support, und da sind wir hier drunter gebrochen. Einmal von unten getestet, zweimal von unten angetestet, drei, viermal von unten angetestet. Wir haben es nicht geschafft, aber jetzt mit diesem bullischen Aufbau hier gehe ich davon aus, haben wir genug Kraft, dieses Level nachhaltig zu durchbrechen und dann nie wieder hier drunter zu gehen. Natürlich unter der Prämisse, dass Bitcoin nicht zusammenkracht und der ganze Kryptomarkt nicht zusammenkracht, aber ich glaube, dann haben wir andere Sorgen als Cardano. Ja, also wie gesagt, dieses Level in meinen Augen sehr, sehr attraktiv für einen Long. Avex, habe ich ja auch schon gesagt, das ist einer meiner Top-Coins für den nächsten Bullrun. Und wie ihr seht, wir haben hier beim letzten Update stand der Markt noch hier etwas drüber. Wir haben das weiße Level oder die weiße Wendebox, Wendebereich noch nicht angelaufen gehabt hier. Ich habe gesagt, es kann sein, dass es jetzt eine frühzeitige Reaktion ist, aber es kann auch sein, dass der Markt hier nochmal runtergeht und diese Box hier anläuft, eventuell sogar bis
ins attraktivste Level reinläuft. Der ganze Bereich hier erstreckt sich von 16,6 US-Dollar bis runter zu 14,58 US-Dollar. In meinen Augen sehr, sehr attraktives Kauflevel oder sehr, sehr attraktives Long-Level, wer diesen Markt hier aktiv traden will. Wir stehen auch gerade hier drin, also in meinen Augen sehr, sehr attraktiv und Ziellevel wären, müssen wir es erstmal berichtigen, wir haben ein neues Low geformt. Okay, ich habe sogar schon berichtigt gehabt, okay, passt. Also Ziellevel sind hier bei AVAX 35 bis 40 US-Dollar, also ihr seht von jetzt an auch mindestens eine Verdoppelung für die nächsten Wochen, ja, das ist nicht die nächsten Jahre, das ist für die nächsten Wochen, eventuell 6-8 Wochen. Also ihr seht, nicht schlechte Rendite, Verdoppelung in ein paar Wochen. Natürlich, wenn alles normal läuft, ja, das weiß nie jemand, aber ich sehe hier auf jeden Fall Long-Term sehr, sehr großes Potenzial bei AVAX und dieses Level hier sehr, sehr attraktiv, auch für Spot-Portfolio zum Nachkaufen, in meinen Augen, natürlich. Polkadot haben wir hier auch jetzt neu oder habe ich schon lange nicht mehr analysiert. Wir hatten auch hier bei Polkadot hatten wir hier diese Aufwärtsbewegung. Wir haben diese Aufwärtsbewegung nicht korrigiert. Somit ist es eine Aufwärtsbewegung. Und die ging genau bis hier oben hin ins bearische Level, bis in den bearischen Wendebereich. Der Markt hat einmal das 50er angelaufen, zweimal. Beim dritten Mal ist er durchgeschossen. Hat hier noch das 55,9er mitgenommen, hat da einmal reagiert und dann nochmal durchgebrochen, hat es 61,8er mitgenommen und 66,7er hier nochmal mitgenommen. Und seitdem befindet er sich in der Korrektur, hat hier wunderschön dieses bearische Konstrukt hier, was wir hier gebildet haben, wunderschön gefinisht, fast auf den Cent genau ins bearische Ziellevel reingegangen, was auch wieder ein super Überschneidungsbereich ist mit dem bullischen Wendebereich, mit dieser weißen Box. In meinen Augen sehr, sehr attraktives Kauflevel, auch bei DOT. Die Level sind bei 6,05 US-Dollar bis runter zu 5,44 US-Dollar. In diesem Bereich sehr, sehr attraktiv zu kaufen. In meinen Augen auch ein sehr, sehr attraktiver Bereich, um Long-Positionen zu hinterlegen. Polkadot hat auch sehr, sehr viel Potenzial in meinen Augen für den nächsten Bullrun. Dafür müsst ihr aber auch dann hier dann bald über die 9,70 Dollar, 10 Dollar mal drüber gehen. Aber wie wir hier sehen, wir bilden langsam ein stabiles Konstrukt. Aber dafür müsst ihr hier Polkadot meiner Meinung nach hier noch eine Weile seitwärts laufen und dann erst hochschießen. Beziehungsweise hier noch die attraktiven Level abgreifen bei 5,44 Dollar. Abwarten, aber sieht für mich auf jeden Fall auch Long-Term sehr, sehr stark aus Polkadot. Darf man nicht abschreiben, Leute. So, Filecoin habe ich jetzt auch hier mitgenommen. Und warum? Weil wir hier bei Filecoin in meinen Augen, ja, wir haben hier ein stabiles Konstrukt aufgebaut, ja, immer wieder tiefere Tiefs geholt. Und aber auch diesen tieferen Tiefs, ja, hat hier ein Higher High, also ist dabei rausgekommen. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich, wo wir hier waren, wo wir hier noch Resistance hatten, testen wir jetzt den Markt von oben. Ja, so würden es Support und Resistance Trader sagen. Wir haben dieses Level schon vor Wochen ausgemacht. In meinen Augen attraktives Kauflevel bei Filecoin ist bei 5,91 US-Dollar bis runter zu 4,71 US-Dollar. In meinen Augen auch sehr, sehr viel Potenzial, weil wir auch gerade hier wunderschön eine interne oder ja, sogar eine größere bearische Struktur hier korrektiv nach unten beendet haben. Ja, ihr seht es hier, wunderschön angelaufen, B-Level, hier wunderschön gefinisht, hier auch 161,8er, einmal reagiert nach oben, zweimal nach oben reagiert und dann hat der Markt jetzt hier nochmal den Weg nach unten gefunden bis ins bullische Level, hat am 50er Level hier reagiert von der weißen Box her. Auch hier bei Filecoin, in meinen Augen sollte Bitcoin nochmal korrigieren, wird bei Filecoin dieses Level hier halten, was ich ja vorher durchgegeben habe,
In meinen Augen auch bei Filecoin ein sehr, sehr attraktives Level zum Spot kaufen oder auch für Long-Positionen hinterlegen. Sieht in meinen Augen auch recht stabil aus. Gehen wir zu Gala, habe ich ja schon ein paar Mal hier analysiert. Bei Gala sieht es so aus: Wir haben hier aus einem korrektiven Aufbau, wo nach unten ging, haben wir hier impulsiv nach oben reagiert. Der Markt hat korrektiv hier nach oben weiter in ein bearisches Level reingelaufen. Ja, mein Deutsch wird auch immer besser. Ja, hat sogar das bearische Level überschossen. Das heißt, steckt eigentlich recht viel bullische Kraft hinter dem Gala Coin. Hier haben wir auch diese bearische Sequenz komplett gefinisht. Fast. Es fehlen noch hier die attraktiven Level. Das 200er Extensionslevel hier unten. Das 189er eventuell doch. Ne, haben wir auch abgegriffen. Also hier dieser Bereich für Gala in meinen Augen noch sehr, sehr attraktiv zum Spotkauf oder zum für Long-Position hinterlegen. Dieser Bereich erstreckt sich bei 0,039 US-Dollar bis runter zu 0,031 US-Dollar. Sehr, sehr attraktiv. Und ich weiß, dass Gala Coin auch öfters gewünscht wird von der Community. Deswegen, ihr wollt, ich liefere. Also auch sehr, sehr attraktiv in meinen Augen. Jetzt haben wir hier noch einen Coin, ICP. ICP sieht auch nicht so schlecht aus, aber hier muss man vorsichtig sein. Wir haben hier mit dieser Abwärtsbewegung nur dieses High rausgenommen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier in diesem Bereich hier einen schönen Aufbau, etwas Seitwärtsphase, dass wir genug Kraft sammeln und dann auch hier dieses High mit der nächsten möglichen Sequenz rausnehmen werden. Aber auch ICP in meinen Augen recht viel Potenzial für den nächsten Bullrun. Attraktive Kauflevel sind bei 5,79 US-Dollar bis runter zu 4,98 US-Dollar. Für Spot und für Long-Position hinterlegen. Was aber auch sein kann, was ich mir gut vorstellen kann, das ist, dass ICP hier in diese Region eher runtergeht, weil wir haben hier noch eine bearische Sequenz noch nicht gefinisht. Ja, die liegt hier unterhalb, also gehe ich davon aus, dass ICP hier noch diese Level abgreift und hier in diesem Bereich irgendwo dann wenden wird. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Matic, ihr wisst, einer meiner Lieblingscoins. Und was macht Matic? Seit Monaten genau das, was ich euch sage. Guckt die alten Videos an, wo ich hier seit über einem halben Jahr fast jeden Samstag rausgehauen habe über die Altcoins. Wir hatten hier diesen wunderschönen Aufbau hier, viel Stabilität. Ja, ihr seht hier, stabiles Konstrukt, sehr, sehr stabil. Impulsiver Abmove nach oben, dann wieder sehr, sehr stabiles Konstrukt, stabiler Aufbau nach oben. Jetzt sind wir auch gerade in einem attraktiven Wendebereich, in dem BC-Korrekturlevel von dieser großen blauen Sequenz. Ja, wir hatten auch hier intern eine Sequenz mal, die hatten wir auch gefinisht, wunderschön. Ich habe euch dann hier gesagt, bei 72 US-Dollar Cent, wo wir hier unten waren, habe ich zu euch gesagt, Leute, das ist ein sehr, sehr attraktiver Einstiegszeitpunkt. Naja. Ja, also hier, BC-Korrektur-Level erstreckt sich bei 1,15 Dollar bis runter zu 1,02 Dollar. Sehr, sehr attraktiv für sich long zu positionieren. Ziellevel sind bei Matic hier oben, was ich euch schon seit Monaten sage, bei 2,35 Dollar bis hoch zu 2,73 Dollar. Für mich einer der Top-Coins für den nächsten Bullrun und das hier ist bei weitem nicht alles. Ja, es wird in meinen Augen deutlich höher gehen, bei Matic deutlich. Können wir auch ungefähr abschätzen. Sollten wir hier das finishen, ungefähr hier in diesem Bereich in ein Korrekturlevel reinlaufen. Da sehen wir hier, wir würden hier deutlich das All-Time-High rausnehmen. Ziellevel von 4,45 Dollar bis hoch zu 5,20 Dollar ungefähr. Ja, jetzt Pi mal Daumen, es ist noch nicht bestätigt, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Das seht ihr, das ist vom jetzigen Zeitpunkt, ja, es ist eine Vervierfachung, eine Verfünffachung. Für mich einer der Top-Altcoins, ja, wir sehen hier auch, wir haben hier einen wunderschönen, stabilen Aufbau.
bei Matic. Sehr, sehr schön und für mich wirklich einer der Top-Favoriten, Leute. Merkt euch diese Levels. Die werden wir bei Matic wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen. Ja, wie gesagt, hier sind wir gerade in dem Bereich, wo man sich long positionieren kann. Wenn der Markt diese blaue Sequenz finisht, würden wir sogar nochmal in diese Bereiche reinkommen. Also die Leute, wo jetzt Panik kriegen, nicht mehr in den Markt einzusteigen oder wenn gerade das Geld nicht da ist oder weiß der Geier was. Wir würden nochmal in diesen Bereich reinkommen, aber danach ist es wie bei vielen Altcoins oder auch bei Bitcoin und Ethereum, gehe ich davon aus, dass wir bei Matic diesen Bereich, nachdem wir hier diese Sequenz gefinisht haben und hier nach unten korrigieren, diesen Bereich nie wieder sehen werden. Hoffen wir es mal. Bei Solana war es ja auch mal so. Und dann wissen wir, was mit Solana passiert ist. Aber ich sage es euch, es ist sehr, sehr stabil in meinen Augen. Sehr, sehr stabil, Leute. So, gehen wir zu OP. Einer der Favorite Altcoins von der Community. Wird auch sehr, sehr stark gehypt. Ich habe es euch schon immer gesagt, hier sehr, sehr stabiler Aufbau. Ich habe, glaube ich, damals das erste Mal gecallt, da waren wir bei 1,20 Dollar. Jetzt sind wir bei 2,42 Dollar, Stand jetzt. Wir waren aber auch schon bei über 3 Dollar. Das heißt, eine Verdoppelung, Verdreifachung. Zu dem, wo ich im Januar oder Dezember habe ich erstmal den Coin analysiert für euch, für die Community. Ihr seht, was der Markt danach gemacht hat. Ich habe es euch gesagt, Ziellevel sind hier oben bei 3,58 Dollar bis 4,28 Dollar. Der Markt hat dieses Level noch nicht ganz angelaufen. Er befindet sich jetzt auf dem Weg zur Korrektur, ins PC-Korrektur-Level. Ihr seht hier auch eine interne bearische Sequenz, die uns exakt hier unten reinbringen würde, in diesem Bereich. Attraktive Kauflevel, beziehungsweise für Long Trades hinterlegen, ist bei 1,95 Dollar bis runter zu 1,51 Dollar. Sieht auch sehr, sehr stabil aus. Ob dieses Projekt für die Zukunft hält, weiß ich nicht. Zum Traden auf jeden Fall attraktiv, würde ich sagen. Aber wie gesagt, für Spot-Portfolio kenne ich mich dann nicht gut genug aus mit dem Projekt. Ist relativ gehypt. Ich bin Trader. Ich habe nur wenige Coins, beziehungsweise nicht allzu viele Coins in meinem Spot-Portfolio. Ja, also dieser Bereich ist attraktiv, vor allem weil das bearische Level hier unten liegt, Zielbereich. Ja, sieht alles nicht schlecht aus bei OP-Coin. Und jetzt gehen wir zu QNT. QNT habe ich euch vor Monaten, also ich muss wirklich sagen, das war jetzt hier ja, Ende Januar, gut, sind jetzt 6 Wochen knapp her, 5, 6 Wochen. Und wo der Markt hier oben stand, habe ich zu euch gesagt, nachdem wir dieses Lower High generiert haben, ja, bei 154 US-Dollar habe ich gesagt, der Markt hat Potenzial, hier nach unten zu gehen. Ich habe euch vor Wochen, wirklich Leute, vor Wochen, guckt meine Altcoin-Videos an, die Leute, wo es nicht glauben, wo das nicht verstehen können, dass jemand den Markt so vorhersehen kann. Ich kann es nicht vorhersehen, ich kann nur sagen, was mir das SK-System nach mathematischer Berechnung sagt und nach meiner Trading-Erfahrung, ich habe es euch gesagt, hier dieser Bereich wäre bei QNT attraktiv für einen Long, ja. Und ihr seht, wo der Markt reingelaufen ist jetzt die letzten Stunden, genau in diesem Bereich, wo ich euch gesagt habe, ja. Also, was soll ich dazu noch sagen? Also wir waren hier oben, die Leute haben hier gesagt, die QNT wird auf 200, 300 US-Dollar gehen jetzt. Ich habe da Sachen gesehen auf YouTube, Leute. Da gab es Vorstellungen, 400, 500 US-Dollar bei QNT in den nächsten Wochen. Der wird hochschießen und die Leute verstehen den Markt nicht. Viele Leute sind emotional getrieben auf den Märkten. Ich nicht. Ich habe hier ein System. Ich halte mich an das System. Ich trade das, was mir das System sagt. Und wenn das System mir hier oben sagt, hey, es ist Zeit für eine Korrektur, der Markt wird runtergehen oder die Chance, dass der Markt runtergeht oder die Wahrscheinlichkeit ist hier erhöht, dann gehe ich nach dem System. Ich handle nicht emotional. Ja, die Leute, wo hier oben eingestiegen sind bei 150 US-Dollar, die haben jetzt natürlich die Arschkarte gezogen. Aber der Markt wird hier in meinen Augen wenden, beziehungsweise hat ein sehr, sehr gutes Potenzial. Also wir befinden uns gerade in diesem attraktiven Kauflevel. Dieses Level erstreckt sich von 128 US-Dollar bis zu 117 US-Dollar.
Genau, und diese 117 US-Dollar habe ich euch wirklich vor Wochen gesagt. Ich habe euch vor Wochen gesagt, für mich ist bei QNT die 117 US-Dollar attraktiv zum Kaufen. 117 ist, was macht der Markt? Geht runter aufs Low auf 117,77 US-Dollar. Was ist jetzt sein lokales Low? Er kann natürlich auch noch mal ein bisschen runtergehen. Aber ja, ich sage da nichts mehr dazu. Ich kann da nichts mehr dazu sagen, Leute. Also, ich habe so eine geile Community. Ich verstehe YouTube nicht, warum YouTube mir nicht mehr Reichweite gibt. Also, ich werde hier unterstützt. Die Community feiert das hier. Ja, liegt an YouTube. YouTube will wahrscheinlich nicht, dass noch mehr Leute profitabel sind. Keine Ahnung. YouTube zeigt lieber irgendwelche YouTuber, wo angebliche Trader sind und aber mehr mit ihren Affiliate-Links verdienen als mit Trading an sich. Das weiß ich. Ich habe da zuverlässige Quellen. Egal. So, jetzt noch ein neues Projekt, was in meinen Augen eventuell Potenzial hätte, zumindest mal für die nächsten, für einen mittelfristigen, da müssen wir hier gucken, wie der Markt hier oben reagiert. Wir haben hier einen bearischen Wendebereich, hier in meiner gelben Box. Ja, ihr seht hier wieder einen Überschneidungsbereich. Warum ich Rune hier mit aufnehme, ich glaube auch, dieses Projekt hätte eventuell im nächsten Bullrun viel Potenzial. Zumindest ist der Aufbau hier nicht so schlecht. Ja, wir hatten hier diesen Impuls nach unten und jetzt bauen wir uns hier stabil auf, haben hier am B reagiert, sind jetzt im BC-Korrekturlevel. Dieses BC-Korrekturlevel erstreckt sich von 1,61 Dollar bis runter zu 1,49 Dollar. Wir sind hier knapp drunter. Jetzt sollte der Markt hier finishen in diesem Zielbereich bei 2,44 bis runter zu 2,08 Dollar. Ja, müssen wir gucken, wie der Markt hier reagiert. Potenzial hat er erstmal, bis in sein bullisches Ziel reinzulaufen. Das liegt bei 2,08 bis hoch zu 2,27 Dollar. Und dann müssen wir hier gucken, wie der Markt hier oben reagiert. Ob er dieses Bearische rausnehmen kann, was sehr, sehr wichtig wäre. Oder ob der Markt dann hier nochmal runtergeht, hier in ein BC-Korrekturlevel, was Stand jetzt ungefähr auf gleicher Höhe wie jetzt ist. Aber hat in meinen Augen auch Potenzial. Wir haben hier diese Highs schon rausgenommen. Wir haben hier aus diesen sehr, sehr tiefen Level bei knapp 1 Dollar haben wir hier nach oben reagiert. Könnte sich sehr, sehr spannend entwickeln, Rune. So Leute, und jetzt gehen wir auf Gold. Was ja gewünscht wurde von der Community. Ihr wisst, ich gehe den Wünschen nach von der Community. Bei Gold stehen wir hier übergeordnet. Relativ hoch, sehr hoch eigentlich. Wir hatten hier nach diesem High bei 2082 US-Dollar ungefähr, hatten wir hier die Korrektur, haben wir hier auch fast in den Wendebereich der Bullen reingetragen. Ja, das ist die gelbe Box hier. Natürlich auf Wochenbasis hat Gold viel Potenzial. Gerade was die jetzige Weltwirtschaft angeht und Weltpolitik, könnte Gold wirklich einen mega starken Bullrun erleben in den nächsten Jahren. Gehen wir wieder untergeordnet auf den 4-Stunden-Timeframe, sehen wir hier, wir haben hier intern eine bullische Sequenz gebildet, haben sie auch fast ins Ziellevel reingetragen. Jetzt reagieren wir erstmal aus einem BC-Korrekturlevel hier. Seht ihr hier? Dieses Level erstreckt sich von 1832 US-Dollar bis runter zu 1803 US-Dollar. Aber wir haben hier auch aus einem bearischen Level reagiert. Das erstreckt sich von 1924 US-Dollar bis runter zu 1849 US-Dollar. Müssen wir gucken. Dieses Level ist wichtig, Gold sollte hier diese gelbe Sequenz nach oben bestätigen, finishen und durchschießen. Wenn nicht, sind wir nach wie vor in einem bearischen Level und Gold kann nach wie vor etwas korrigieren.
Auf dem großen Timeframe seht ihr, wir haben hier Potenzial, bis hier nach unten zu gehen, von 1.400 US-Dollar runter bis 1.258 ungefähr, ja. Aber auch hier bei Gold ist ein sehr, sehr interessanter Überschneidungsbereich, ja, bei ungefähr 1.000, ja, ziemlich genau 1.400 US-Dollar. Kann sein, dass Gold hier runter geht, vor allem weil wir hier, wir haben kein Higher High gebildet hier oben. Das ist kein Higher High im Vergleich zu dem hier. Und wenn Gold hier nur diese Ziellevel hier oben anläuft, ja, knapp die 2000 US-Dollar anläuft zum Beispiel, dann hätten wir immer noch kein Higher High und somit wäre diese Abwärtsstruktur immer noch valide. Also bei Gold, ob man jetzt einsteigen sollte, weiß ich nicht, hat auf jeden Fall Korrekturpotenzial. Müssen wir gucken, wie Gold sich hier in dieser roten Box hier verhält. Schießt er hier drüber, schießt er hier markant drüber über diese Highs. Sieht nicht schlecht aus, long-term-mäßig, aber wie gesagt, Gold hat hier einfach Potenzial noch zur Korrektur nach unten in diese attraktiven Level. So, und jetzt gehen wir zu Silber. Silber. Bei Silber sieht es etwas anders aus. Wir sind hier in Silber. Wir hatten hier dieses Low bei 11,60 Dollar. Sind hier hochgegangen bis auf 30,4 und 30,5 US-Dollar. Haben hier dieses blaue Level angelaufen. Das ist bullischer Wendebereich von dieser Aufwärtsbewegung. Haben hier einmal nach oben reagiert. Sind jetzt hier intern, wenn man auf den 4-Stunden-Timeframe geht, haben wir hier intern auch eine Struktur gebildet mit diesem Low. Markt ist hier auch nach oben, nach unten in diese gelbe Box, gelbe Wendebereich von dieser Aufwärtsbewegung. Der Markt hat jetzt Potenzial. Ja, bei Silber sieht echt nicht schlecht aus. Sehr, sehr stabil. Sehr, sehr stabiler Aufbau Silber. Potenzial liegt hier oben. Sollten wir kein neues Low generieren. Bei 32,63 US-Dollar bis hoch zu 35,47 US-Dollar wären auch nette Gains von jetzt an. Und würden wir dann diese Aufwärtsstruktur, ja, was sich jetzt bildet, hier oben finishen, würden wir auch diese blaue Sequenz bestätigen. Und diese blaue Sequenz, ja, hätte Ziellevel hier oben bei 47,8 US-Dollar bis hoch zu knapp 55 US-Dollar. Ihr seht es von jetzt an auch mindestens eine Verdoppelung. Aber auch hier bei Silber, wir sind ja auf dem Tagestimeframe, das wird Monate gehen, ja, das Monate und Jahre, es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber in meinen Augen Silber. Momentan jetzt attraktiver zum Kaufen als Gold. Ja, wir sind hier sehr, sehr tief. Wir stehen in einem bullischen Level. Wir haben soweit, ja, könnten wir mal gucken, ob wir da etwas kriegen. Ja, ihr seht es hier, wir hatten hier eine bärische Struktur, die haben wir hier unten schon gefinisht, Leute. Also, sieht in meinen Augen sehr spannend aus. Müssen wir gucken, wie sich Silber dann hier oben verhält. Weil wir haben hier einmal, seht ihr hier, aus diesem GKL von dieser bearischen Sequenz, wo wir hier unten gefinisht haben, haben wir jetzt erstmal hier reagiert nach unten. Jetzt sollte Silber in meinen Augen aus diesem Bereich, wo wir hier fast gerade drin stecken, nach oben gehen. Diese Box hier rausnehmen, diese Highs rausnehmen und dann würde es gar nicht schlecht aussehen. Also dieses Level hier oben ist das To-Do-Level für Silber. Sollten wir das durchbrechen, diese Highs rausnehmen, werden wir hier diese gelbe Struktur finishen. Ja, wie gesagt, für mich Silber sehr, sehr attraktiv zum Kaufen jetzt auch fürs Spot-Portfolio als physisches Metall sehr, sehr attraktiv gerade, Leute. Also, ich würde sagen, das war's dann. Alle Märkte durchgeballert. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende, Leute. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen zum Wochenausblick für die nächste Woche. Es wird sehr, sehr spannend, Leute. Und wie gesagt, danke für die Unterstützung an alle. Ihr seid wirklich klasse, Weltklasse, Leute. Ihr seid die Besten und Kuss und Liebe geht an alle raus. Genießt das Wochenende. Bis morgen. Euer Joe von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao, Leute.